liebe Freunde, leiht mir mal eben ein bisschen ein Ohr. Das nächste Stück handelt davon, wie Master Turner in den Everglades-Sümpfen seine Gitarre gefunden hat. Die da. Diese Gitarre besteht aus Sumpfesche. Der Amerikaner sagt Swamp Ash. Swamp Ash. Und Glenn war auf der Suche nach einer echten Swamp Ash Gitarre. Und er wusste, nur in den Everglades wird man fündig. Er stapfte also durch den Sumpf und sah so ein Stück Holz. Er griff fest zu, holte es raus und hatte ein 8 Meter langes Krokodil in der Hand. Daraus hat Glenn mir meine Schuhe gemacht. Aber er war auf der Suche nach der Gitarre. Und endlich fand er ein kleines Stückchen Sumpfische, wo er sich dann diese Gitarre rausgeschnitzt hat. Aber die Begegnung mit dem Krokodil hat ihm Angst gemacht. Sie machte ihm solch eine Angst, dass das nächste Stück für euch mit diesem Rhythmus seines Herzens konform geht. Und der Rhythmus, der geht so. Spürt ihr sie? Spürt ihr sie? Die Angst des Master Turners in den Everglades, um seine Swamp Ash Gitarre zu finden. Thank you.
I got a right to love my woman. Lord, she looks so dark on me. I got a right to love my woman. Lord, she looks so dark on me. And when she puts her arms around me, Lord, you know the world don't mean a thing. She's an angel sent from heaven, sent from up above. I got a right, I got a right to be in love. I got a right to love my woman. Lord, she looks so dark on me. When she puts her arms around me, Lord, you know the world don't mean a thing. Thank you.
Lord, she looks so doggone mean. She's an angel sent from heaven. Sent from up above. When she asked me how I feel, I tell her sometimes I could be in love. Sometimes I got a right to love my woman. Like she looks so dark on me. To love my woman, Lord, she looks so doggone mean. When she puts her arms around me, Lord, you know I feel like sometimes like B.B. King. Meister Turner, er hat sich die Angst von der Seele gespielt. Viel Angst. Swampish. Swampish. Ja, und so bin ich dann zu meinen Schuhen gekommen. Jetzt kennt ihr die Story also auch.